Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Ich glaube, ich stehe im Wald. Ich muss mich gerade ein bisschen ausruhen, denn ich war ein bisschen fleißig. Ich habe das getan, was ich letzte Folge schon angedroht habe. Ich habe hier die Wände abgerissen und neu gezogen. Ich möchte nämlich unbedingt ein Dach haben. Ich konnte das einfach nicht so lassen mit der Hütte. Oh, ich sehe gerade hier die Bank, die ist noch ein bisschen im Weg. Die müssen wir wahrscheinlich nochmal abreißen, aber egal. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt mit dem Dach. Weil sonst weiß ich auch nicht mehr. So, eigener Boden. Oh, gucke mal da. Gucke mal da, wobei er setzt mir das ziemlich schief hier, ne? Oder? Sorry. Das ist aber schief. Das ist schief. Schief und krumm. Okay, hier ist gerade. Hier sieht es eigentlich gut aus, ne? Hier sieht es eigentlich auch gut aus. Beziehungsweise, ne. Ein bisschen schief ist es schon, ne? Frage ist, lasse ich das so oder würde ich das nochmal... ich versuch's mal eher per Hand. So, warte mal. Wir probieren mal, ob wir das mit Hand besser hinbekommen. So. Ne, hier ist ein Spalt. Nee, ein Spalt will ich da nicht. Warte. So, komm, nochmal. So vielleicht? Nee, er setzt ihn mir immer zu früh. So weit vorne. Ich möchte das weiter hinten. Kriege ich den noch ein Stückchen weiter hinten? Verdammt. So, vielleicht von unten. Vielleicht geht es ja von unten besser. Nee, er macht mir immer hier diese Lücke. Verdammt. So, ich glaube, ich muss doch... Warte mal. Ich glaube, ich muss das doch so machen. Auch wenn es mir nicht so gefällt, aber wobei, von unten sieht man das gar nicht, ne? Man wird es nur von oben sehen. Das Problem ist natürlich auch mit der Treppe, weil der macht mir hier keine Aussparung. Bin ich damit zufrieden? Er macht mir hier keine Aussparung. Wie viel? 32, lächerlich. Warte mal, was ist, wenn wir die Treppe von außen machen? Hier so. Dann müssten wir auch nicht immer erst hier rumlaufen, um nach oben zu kommen, sondern... Joa, warte mal. Ich zieh mal erstmal die Decke. Ach so. Wer sich wundert, warum ist ein Fähnchen? Beim Bauen der neuen Wände bin ich hier ein bisschen wohl zu nah ans Ufer gekommen mit meinem Wiegelchen. Der ist dann plötzlich in die Luft gesprungen und ins Wasser geglitten. Und ich kriege ihn natürlich nicht wieder raus. Das heißt, ich musste mir einen neuen bauen. Ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich ihn hingestellt? Ist er da? Ja, genau. Hier ist er. So, ja, ich würde sagen, frisch ans Werk, ne? Bäumchen haben wir genug und vor allen Dingen Kettensäge. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich diese Kettensäge liebe? Alter, ist das nice. Es geht so schnell jetzt. Jawohl. Komm. Ja. Oh, ist das herrlich. Ist das herrlich. So. Boing. Oh, oh. Guten Tag, der Herr. Hier. Möchten Sie mal kosten? Das sind die Schneidigen von Zwillingen. So, da waren aber noch mehr, oder nicht? Haben die sich verpieselt? So, wir nehmen mal ihn. Du hast aber mal nette Kumpels. Hauen einfach so schnell ab. Fallen? Ist ja jemand in die Falle getreten? Nee, ne? Nee, leider nicht. Na gut. So. Wir können ja noch ein bisschen Rüstung gebrauchen, deswegen... Komm, schadet ja nicht. So, warte mal.
Mach mal hier. Wir müssen ja auch Benzin sparen. Ich habe irgendwie schon ein bisschen Benzin ausgegeben, sozusagen. Also aufgebraucht natürlich. So. Dann schnappen wir uns mal ein paar Stämmchen. Zack, zack. So. Hier ist noch. Bup, bup. Oh, ich glaube, ich freue mich. Ich glaube, ich habe das Richtige getan, dass ich die Wände nochmal neu ziehe, weil ich wollte nicht so unfertig hier rausgehen aus der Forest mit einem unfertigen Haus. Also wenn wir hier noch eins fertigstellen, dann ist es auf jeden Fall unsere Hütte. So, war's das schon? Ich höre doch hier irgendwie noch gerade Baumstämme poltern. Ach da. So. Dann einmal noch rauf auf die Karre und dann ist sie auch, glaube ich, voll, ne? Ach, die ist schon voll. Okay. Gut. Dann schnappen wir uns mal das Ding. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht wieder zu weit ins Ufer gleite und meine Karre wieder flöten geht. Das wollen wir natürlich nicht. So, ich glaube, das reicht auch, ne? So. Bäm, kann ich das von hier? Ne, ich muss rein, ne? Ich muss rein. Na gut. So. Oh. Wo kommt ihr denn her? Das ist ja nett. So, bam, bam, bam. Schwupp. Ja, der macht mir natürlich hier keine Lücke. Oder wir, was wir auch machen könnten. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier versuche, ein Loch reinzusägen, ob er mir das komplette Dach wieder kaputt macht. Oder, na, ich würde es eigentlich nicht riskieren. Ich glaube, ich mache lieber die Treppe von außen. Sicher ist sicher. So. Zack. So. Und ich werde auch gleich nochmal die Bank neu setzen. Bam, bam, bam. Hallo? So, noch 20. Easy going. Alright. So. Huch. Es gewittert. Ja, komm. Einmal rum. Und durch die Fallen durch. Die wollen wir natürlich nicht auslösen. So, ich würde sagen... Oh, da kommt schon wieder ein netter Herr. Mehrere nette Herren. So. Was hat er denn jetzt? Du vielleicht? Ja, ja, ja. Oh, scheiße, Benzin ist alle. Benzin. Oh, einmal eine kurze Blinderbehandlung. Wobei, gefühlt macht die Kettensäge bei den Leuten auch nicht mehr Schaden als hier dieses Teil, ne? Hm. Schade, ich hätte ein bisschen mehr Geschnitzel erhofft, aber egal. So, der andere ist wahrscheinlich auch wieder abgehauen. So, was ist eigentlich mit dem anderen? Ich habe gar nicht die Knochen eingesammelt, ne? Hätte ich vielleicht mal machen sollen. So, schwupp. Noch irgendjemand hier, der jetzt seinen Senf dazugeben will? Hm? Ne, wir hauen natürlich wieder alle ab. So. Wenn unser Kollege da... Oh, ich wäre fast in die Falle. Solange unser Kollege hier nochmal ein bisschen brutzelt, können wir ja nochmal zumindest die beiden Stämme. Zack. So, der Herr. Wie sieht's denn aus? Oh, warte, ich brauche mal dringend Energie. Warte mal. Oh, ich sehe ja gerade, ich bin am Verhungern. Warum sagt mir das denn keiner? So, einmal ganz schnell...
Oh, so, hier ist noch was drin, sehr schön. Und Knochi, Knochi. War das alles? Nur 5 Stück? Was ein Geizhals! Ach nee, hier ist noch einer. Oh, okay, ich wollte gerade sagen. So, das heißt, wir können wieder eine Rüstung machen. Und, okay, es fehlt uns immer noch was, aber egal. Gut, so, weiter im Text. Dann mache ich nur noch mal die Karre ein bisschen weiter. Und dann müssen wir uns mal um diese hübschen Bäumchen hier kümmern. Joa, hier steht auf jeden Fall genug. So. Na. Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass ich diese Kettensäge liebe? Das Holzfällen ist so nice. Bäm. Jawohl. Hier, kriegt 2 auf einmal. Hm? Oh, fast. So. Ich glaube, das reicht erstmal noch. Für den Anfang. So, Karre ist hier. 2, 3, 4. Wie viel ging rauf? 12, ne? 6, 7, 8. Hallo? 10 und noch 2. Okay. Dann ab nach Hause. So, Problem ist natürlich, ich sehe nicht viel. Muss jetzt aufpassen mit den Fallen. Okay, ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. So. Bitte, bitte Karre nicht reinhüpfen. Nein, okay. Sehr schön. So. So, ich will nochmal ein bisschen Energie auftanken. Pausen müssen halt sein. Oh. Irgendwie ist das ja doch hier schön idyllisch, ne? Guck mal, da hoppelt Häschen. Ah. So. Komm. Jawohl, reicht. Sehr schön. Dann einmal. Hallo? Das und noch 12. Okay. Also es geht eigentlich relativ schnell. Übrigens muss ich sagen, ich habe ja vor ein paar Tagen Windows-Update gemacht. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit 11. Ich habe mich immer ein bisschen davor gescheut, weil man weiß ja immer nicht so. Neue Programme, die haben ja oftmals noch irgendwie irgendwelche Fehlerchen, aber bisher läuft es wirklich super flüssig und alles easy. Ups. So, hallo? Da. So, 4 Stück noch. Ach, lächerlich. 4 Stück noch, aber wie gesagt, brauchen wir auch noch welche für die Treppe. Für die Treppe brauchen wir auch noch. Und wir brauchen noch für eine Bank, weil die muss ich auch nochmal gleich abreißen. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch Schönes machen können. Ich würde auf jeden Fall natürlich gleich erstmal ein bisschen Inneneinrichtung machen, weil sieht ja noch ein bisschen kahl bei uns drin aus. So. 6. Sieben, acht. Bam, bam, bam. 19 und du noch? Und noch einer? Einer noch? Freiwillige vor? Okay, da ist noch einer. So. Und wieder zurück.
sehr schön. Es wird. So, vorsichtig mit dem Fallen. Nichts auslösen. Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen zu nah am Ufer. Lieber wieder ein bisschen zurück. Ja, so ist gut. Alright. So. Zwei Stück noch. Zack. Und... Oh, guck mal. Das ist doch mal ein Zuhause. Oh, unsere Treppe. Ja. Aua. Ja, ich glaube, die ist ein bisschen unnütz hier, ne? Warte mal. Ich muss erstmal. Zerstörung erlauben, ja. So, denn einmal unsere nette Kettensäge. Oh. Es tut mir leid. So. Kann ich natürlich nicht einsammeln. So, jetzt will ich natürlich versuchen, die Bank zu treffen und nicht irgendwas anderes. Okay, hat geklappt. So. Dann natürlich gleich wieder hier, ne? Ich will ja nicht meine Base in Schutt und Asche sehen. So, ja, ich würde sagen Treppe. Treppe machen wir am besten hier irgendwo, ne? Guck mal. Treppe. So, ist natürlich möglichst gerade. Warte mal. Es ist aber auch echt immer nicht so einfach zu sehen. Ich hoffe, dass bei VS2 das so ein bisschen mehr gesnappt wird. Ich glaube, irgendwas hatte ich gelesen, dass das Bausystem auf jeden Fall um einiges überarbeitet worden ist und entsprechend einfacher. Ist das so richtig? Ich glaube, das sieht ganz gut aus, ne? So, jetzt ist natürlich die Frage. Hallo? Oh, das ist mir zu weit. Wer ist da? Irgendwo ist doch da jemand. So, warte mal. Vielleicht ein bisschen weiter vor. So, hier ist die Mauer zu Ende. So. Okay, aber ich krieg die echt... Geht natürlich sehr weit. Wieso kann ich die jetzt... Hä? Ich will die aber nicht mitten in der Luft aufhören lassen. So. Ich muss mal eben... Verdammt. Es könnte ja auch mal alles so einfach sein, ne? Aber nein. Warte mal. Oh, verdammt. So, ich glaube, ich muss die leider hier so weit vormachen, ne? Oder machen wir sie doch hier irgendwo? Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber dann müsste ich, glaube ich, das Lagerfeuer verschieben. So, wir gucken mal. So. Ich sehe natürlich nicht, ob das gerade ist. Warte mal. Liegt das jetzt daran, dass das Lagerfeuer im Weg ist oder warum will er hier nicht? Okay, warte mal. Wir müssen, glaube ich... Ich glaube, ich muss noch mal hier eben kurz, ne, diesen und... Dann nehmen wir einmal... Kann ich das Lagerfeuer... Okay, kann ich. Alles klar. So, schnell wieder an. Aus meine ich natürlich. So. Und jetzt nochmal. Bitte lass es jetzt mal funktionieren. So, das heißt ungefähr... Die Höhe.
Wie, ah, oh, warte, hä? Aber jetzt schwebt er in der Luft, oder? Oh, ich liebe dieses Bausystem von Forest, oh Gott. Und komm doch mal! So, jetzt will er gar nicht mehr, ne? Hä? What is your problem? Oder warte mal, wir machen das, wir könnten es natürlich auch anders machen. Wir machen das mal so. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. So. Und dann machen wir... Warte mal, wie weit ist es zur Tür? Passt das? Okay, das würde gehen. Ich glaube, ich finde das gar nicht so verkehrt. Warte mal, wenn wir jetzt... Oh, ich brauche mal ein bisschen Licht. Wenn wir jetzt von hier kommen... nee, das ist mir noch ein bisschen zu... Na, warte mal. Wir machen das nochmal weg. Und wir müssen nochmal... So. Dann würde ich doch mehr weiter hier außen. So. Ist zwar dann ein bisschen im Fenster drin, aber... Was soll's? Hallo? Ja, das gefällt mir, glaube ich, besser. Gerade scheint es auch zu sein. Ja, ich glaube, das ist... Ja, das gefällt mir auf jeden Fall besser. So. Das heißt, einmal hier rein da. So. Reicht das noch? 9 Stück brauche ich? Für eine so eine Treppe? 9? Noch? Holy shit, die ist aber teuer. So. Ja, aber ich glaube, so ist gar nicht schlecht, ne? Warte mal, wenn wir jetzt von hier kommen. Ja, da haben wir noch genug Platz. Könnten theoretisch gleich hier hochlaufen. Wobei ich natürlich auch gerne noch hier irgendwie eine Überdachung hätte. Irgendwie so ein Vordach, aber ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen sollen. Ja genau, im Prinzip so wie hier. Warte mal, kann ich... Kann ich die Treppe auch gerade rüberziehen? Wenn ich jetzt so mache? Ist das gerade? Nee. So. Und dann im Prinzip... Oh, auf der Mauer ist gar nicht schlecht, oder? Jo! Okay, wieso hat er jetzt hier die Stütze weg? Ich meine, stört mich nicht, aber... Ich würde natürlich am liebsten das Ganze ohne Stütze haben, aber... Aber wieso macht er jetzt hier so einen komischen Balken? Warte mal, nochmal. Ich muss das leider nochmal so ein bisschen... So, ich würde es aber gerne... Es muss nicht so ganz so weit rein. So, warte mal. Ich habe ungefähr, ja, der Pfeiler praktisch bis... So. Okay, diesen Querbalken scheint er immer zu machen. Achso, ich komme noch gar nicht hoch. Ich muss mir das gleich nochmal von vorne angucken. Also von oben meine ich. Aber ich glaube... Ich glaube, das gefällt mir sogar ganz gut. So, warte mal. Wir machen mal eben ein bisschen Sleepy Sleepy. Ne, ausruhen muss ja auch mal sein. So, und dann speichern wir nochmal. Jawohl. Gut.
So, Licht kann aus. Ja, und dann können wir nämlich hier eine schöne Bank bauen. Zum Ausruhen. Und dann machen wir hier auch unser Feuerchen. Ich glaube, das... Oh, warte mal. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich sehe... Verdammt. Ich sehe gerade, ich hab nichts mehr zu essen. Ich muss mal eben dringend mir was zu essen besorgen. Irgendwas zu essen. Ist hier vielleicht irgendwo ein Tierchen, was sich freiwillig opfert? Oder sind hier irgendwo Fische? Fischi, Fischi? Fischi, Fischi, Fischi? Natürlich nicht. Wenn man sie mal braucht. Okay, warte, hier sind Bären, aber... Oh, die sind genießbar. Oh, sehr schön. Dann rein damit. Oh, Rettung. So, was haben wir denn hier noch wieder? Irgendwas Neues? Geld. Topf brauchen wir nicht. Da sind nur Klamotten drin. Hier ist noch Geld. Ja, aber nichts. Dose können wir auch noch mitnehmen. Oh, hier kann ich sprengen? Hier kann ich sprengen? Das habe ich gar nicht gesehen, als wir das erste Mal hier waren. Oh, ja, ich weiß schon, wo wir das nächste Mal in die Höhle gehen werden. So, hoppel, galoppel, Hase, Hase, Hase. So, irgendwie ist das... Wieso ist denn das noch so dunkel? So, hier kann ich auf jeden Fall keine Fische jagen. Oh, warte mal. Hier war gerade... Oh, ja! Es ist sehr nett von dir, Häschen, dass du dich opferst. So. Aber damit werden wir nicht weit kommen. Das heißt, ich bräuchte nochmal... Oh. Da hoppelt doch noch was. Warte kurz. Ja gut, ich muss auf jeden Fall erstmal was essen. Das heißt, wir hauen uns mal eben das Häschen auf den Grill. Bevor wir hier nämlich wirklich verhungern. Beziehungsweise, achso, ich brauche natürlich auch erstmal wieder ein neues Feuer. Das wäre natürlich nicht schlecht. Feuer, Lagerfeuer. So, wenn wir jetzt hier die Bank bauen, dann würde ich das eigentlich das Feuer so ein bisschen vor die Bank, ne? So, ein Steinchen fehlt noch. Dankeschön. Hallo? Ach nee, ein Stick fehlt noch. Alles klar. Stick. Dankeschön. So. Dir ist kalt und du bist nass. Ja. So, dann heizen wir doch ein bisschen ein. Und dann würde ich einmal hier Häschen. Und schwupp. Machen wir uns mal eben kurz einen lecker Braten. Ja, so langsam wird's doch. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen bei der nächsten Folge hier das Ganze innen einrichten. Weiß gar nicht, was gibt's denn da alles Schönes? Ist das Möbel? Ja, Möbel. Tisch. Kleines Bett haben wir schon. Stuhl. Auf jeden Fall machen wir uns innen noch eine Feuerstelle. Couch. Couch ist auch sehr nice. Und wir brauchen noch ein bisschen mehr Licht. Ich würde hier ganz gerne nochmal ein bisschen an Beleuchtung machen. Kopftrophäe, okay. Vogelhäuschen. Damit konnte man, glaube ich, Federn sammeln, ne? Oh, hier. So ein Kronleuchter aus Knochen. Den möchte ich auf jeden Fall haben. Okay. Ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall nächstes Mal noch reichlich zu tun. So. Haben wir jetzt erstmal... Oh, den Bauch vollschlagen. So, aber wir sind eigentlich...
diese Folge so ziemlich gut in Ruhe gelassen, ne? Ich kam mal ganz kurz ab und zu mal so ein paar Leutchen, aber im Grunde genommen waren die kein Problem. Gut, Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal, ne, machen wir hier das fertig und wie gesagt, werden wir uns ein bisschen um die Ausstattung im Innenbereich kümmern. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.